Rein, raus, raus. Noch mehr. So richtig viel Zeug hier bauen. Raus, raus. Okay, alles am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Zahnräderüberschuss. Nee. So wollen wir gar nicht erst anfangen zu arbeiten. Das Ding läuft einfach im Kreis weiter. Ich überlege gerade, wenn ich das mich fortsetze, dann sind die Zahnräder außen. Und sie sollen nicht außen sein, sie sollen innen bleiben. Das heißt, wir müssen dich leider umsetzen. Und zwar hier hin. Mal gucken. Da kommen Zahnräder rein. Mist, die sind außen. Ihr dürft nicht außen sein. Nein, aus. Du musst weiter nach oben. Du kriegst daneben deine Stahlkiste. Das Ganze ein bisschen kompakter bauen. Also Stahl rein. Du kannst weg. Das heißt, dich lassen wir auf normalen Fließbändern hier langlaufen. So. Dann brauchen wir hier irgendwo noch die Kiste, die abgreift, was produziert wird. Da. Smart Inserter. Du schnappst dir bitte diese komischen Torsos da. Ja, das soll ein Motor sein, weil für mich sieht das aus wie ein Brustpanzer. Du Torsos. Da. Nom. Gut. Also es soll jetzt auf die innere Seite des äußeren Fließbandes. Dazu muss es von der Seite hier eingefügt werden. Das ist nicht ganz so schön. Ja, es geht nicht wirklich gut. Du bekommst Zahnräder. Nimmst sie raus, tust sie rein. Hier gehen sie raus. Da kommen sie raus. Das ist wieder auf der falschen Seite. Oh. So. Das müsste gehen, warte. Einfachste Lösung mal die beste, oder wie war das? Genau. Leg drauf. Okay, inneres Fließband. Nee. Die Innenseite des äußeren Fließbandes ist jetzt durchgehend mit Dingern gefüllt. Entweder von denen, die nicht abgenommen wurden, oder von denen, die nachgelegt wurden. Die äußere Seite des inneren Fließbandes ist durchgehend mit Stahl gefüllt. Das Einzige, was noch frei ist, ist die innere Seite des inneren Fließbandes. Und da kommen jetzt Rohre rein. Na. Vorerst alles noch von Hand gemacht, aber das ist auch nicht schlimm, weil so viele davon brauchten wir, glaube ich, erstmal nicht. Außer die Roboter brauchen davon wirklich tierisch viel. Weil ich habe zwar schon mit den Robotern gearbeitet, aber das war immer nur so ein bisschen. Und hier wollte ich wirklich so eine riesige Armee aus Robotern bauen, aber das ist geil nett. Mal gucken. Wie viele haben wir denn schon? 25 Engine Units. Ja, okay. So, wir haben zu viele Chips anscheinend. Ärmchen. Woran hapert es hier? Eisenplatten, okay. Daran darf es eigentlich gar nicht hapern. Eisenplatten. Bam. Okay. Haben wir noch irgendwo... Ich nehme mal alles mit. Haben wir noch irgendwo Stellen, wo es an Platten mangelt? Oh, Flug ist fertig. Dann erforscht doch bitte mal Logistikroboter. Indirekt mangelt es hier an Platten, wir brauchen Rohre. Stelle ich mal nebenbei ein bisschen her. Hier. Ja, hier brauchen wir Platten. Bam. Ganz viele Platten. Und wir brauchen noch viel mehr Zahnräder.
Zahnräder müsste die ganze Zeit über durchgelaufen sein. Das heißt, wir müssten hier tausende von Zahnrädern haben. Ja. Eisen. Irgendwie... Ah, da ist das Zeug. Ich wollte schon sagen, irgendwie haben wir nicht so viele Platten, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass wir haben sollten. Ja, Na gut. Zahnräder fehlen. Zahnräder gehen. Ärmchen kommen mit. Fließbänder kommen mit. Was fehlt hier? Ebenfalls Zahnräder. Zahnräder rein. Wir haben ein paar Fließbänder, ein paar Arme. Ein paar Chips. Aber es mangelt gerade nicht so wirklich an Chips, ne? Ja, komm, ich lass mal 90 im Inventar. So, das läuft, das läuft, das läuft. Du brauchst Eisenplatten. Daran müssen wir arbeiten. Also wir müssen es hinbekommen, dass wir mehrere Fließbänder voll mit Eisenerz durchgehend bearbeiten können, damit wir durchgehend was bekommen. Was ist hier das Problem? Warum landen Zahnräder im Inneren? Zahnräder sind außen, Zahnräder laufen einmal. Ah, hier ist kein Rondel. Das ist nicht gut. Nein. Du bist doof. So. Nein. So. Ihr seid doch alle doof. Genau so muss das bleiben, sonst haben wir mit den Zahnrädern ein Problem. Und die Roboter sind fertig. Haben wir einen Roboterport schon? Müssten wir haben, ne? Logistikroboter, Roboport. Roboport könnten wir bauen. Das ist die Stelle, wo die Roboter sich quasi sammeln. Wir brauchen die Kisten, die brauchen 150 blaue. Das ist übel. Charakterlogistik-Slots. Oh, das ist praktisch. Damit füllen die Roboter halt mich auf mit Sachen, die ich gerne hätte durchgehend. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die Jungs hier auch noch. So. Also, das hier kurz zu Ende machen mit den roten Tränken. Wie gesagt, ist nicht wichtig, weil es rote Tränke sind, aber ne? Allein der Übung halber. Da habe ich ja anscheinend noch nicht genug. Zahnräder. Zahnräder werden außen reingelegt. Laufen außen rum. Ich darf das Ding einfach nicht an die... So müsste das dann laufen. Genau. Ich darf nicht an diesen Ecken das machen. Sonst kommt es da zu Problemen. Ja, jetzt sind die grünen Zahnräder immer außen. Die grünen Tränke sind immer außen. Kupferplatten sind innen. Das heißt, wir haben ein Problem. Weil dann irgendwann keine grünen Tränke mehr hier raufgelegt werden können, weil die roten Tränke das alles machen. Weil die Zahnräder alles blockieren. Das heißt, die grünen Tränke laufen jetzt einfach hier in der Mitte. Darum. Darauf. So. Okay. Also der Komplex ist jetzt wieder einigermaßen effektiv. Es fehlt halt an den blauen Tränken, die ich von Hand herstellen könnte. Warte, ich brauche noch mehr Stahl. So. 12 Stück. Smart Inserter fehlen. Dafür wollte ich auch noch einen Komplex bauen. Nein. Ich wollte noch einen Komplex bauen für den Fast Inserter, einen Komplex bauen für den Smart Inserter. Ja, okay. Da. Hier wieder der nächste Komplex. Haken. Hier geht kein Wasser rum. Das heißt, das hier könnte, wenn dann, nur ein sehr kleiner Komplex werden. Kleiner Komplex klingt doof. Ich glaube, ich mache das lieber hier weiter. Da und da.
schmecken wir. Haben wir noch Licht? Da. 8 Stück. Hier irgendwo. So, ein bisschen Licht zumindest schon mal. Also, hier hatten wir die Torsos, dann können hier die Fast-Inserte hergestellt werden. So, Construction Robots sind fertig. Erlauben Roboport, Passive Provider, Storage Chest, Construction Robot und Plans of Destroyed Buildings. Okay. Automated Construction. Damit können wir quasi sagen den Robotern, was sie bauen sollen. Also den Construction-Robotern. Das will ich aber noch gar nicht. Viel wichtiger sind die Kisten. Diese Requester-Chests und Active-Provider-Chests, das sind die Dinger, mit denen man später primär den Robotern sagt, wo was hin soll und wie was benutzt werden soll. Oh, das braucht alles so viele blaue. Aber das ist sehr wichtig. Also die Geschwindigkeit der Roboter ist sehr wichtig, weil es bringt uns nichts, wenn wir 3-4 Roboter haben, die alle tierisch langsam hin und her tuckern. Da ist ein Fließband einfach viel schneller. Also Geschwindigkeit müssen wir recht schnell erhöhen. Deren Transportkapazität müssen wir erhöhen. Alles erhöhen. 50, 250. Shotgun Shells, das brauche ich nicht. Fluid Handling. Mit den Barrels, genau. Da wurde mir gesagt, dass man eventuell die anderen Flüssigkeiten, also Schweröl, Leichtöl und so weiter, auch in Barrels lagern kann. Das würde ich gerne mal testen. Das heißt, das erforschen wir auch. So. Was fehlt dir? Rohre. Ja. Plastik haben wir genug. Die Electric Engines, die müssen wir auch noch herstellen. Da brauchen wir Lubricant für. Da brauchen wir Öl für. Ich denke, wir sollten das System hier bald mal in Ruhestand schicken. Oder wir lassen es so, wie es ist, einfach weiterarbeiten und bauen woanders was Neues. Da oben hätten wir nämlich ziemlich viel Öl. Dann können wir da so eine kleine Raffinerie machen. Und noch besser, wir lagern denn alles Öl, was oben produziert wird, ein und bringen das hier her und machen das hier effektiver. Weil ich muss immer schön langfristig denken. Genau wie die Sache mit den Robotern, dass der Plan so aufgebaut ist, um das später alles von Robotern machen zu lassen, ist es auch wichtig, das mit der Erzverarbeitung einigermaßen früh zu planen, wo was hin soll. Also bei uns war ja der Plan hier unten. Wo ist das Erz? Da hinten. Dass es jetzt am Anfang halt von unten einfach hochgeliefert wird und hier eingeschmolzen. Aber das ist irgendwann alle. Dann kommt hier unten der Bahnhof hin und dann werden hier die Erze angeliefert und werden dann eingeschmolzen. Das heißt, das Ding müssen wir später nicht mehr verändern. Das bleibt genau so da, wie es ist. Und genau das hätte ich auch ganz gerne hier für das Öl. Das Öl ist momentan, also die Verarbeitung von dem Öl, ist momentan da, wo unser Öl auch direkt ist. Nämlich hier. Aber das ist irgendwann alle. Also irgendwann war vor 10 Folgen oder so. Es ist nur noch sehr wenig drin. Das heißt, wir müssen auch das Öl später anliefern lassen. Über Fässer. Dann kommen später zügeweise Rohölfässer angefahren. Das muss auch sehr cool aussehen. Und dann werden die Fässer halt hier auseinandergenommen, entleert, das Öl wird hier reingepumpt oder in noch andere Raffinerien. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine zweite. Ja, wir brauchen bestimmt später noch eine zweite. Und die leeren Fässer werden dann wieder auf den Zug geladen, zurückgefahren zu der Stelle, wo wir das Öl bekommen und dann wieder neu befüllt. Das wäre der Kreislauf. Ah, muss ich mir überlegen. Also momentan ist das Ding absolut nicht ausgereizt, also müssen wir es auch nicht erweitern. Wir brauchen nur mehr Öl. Dafür brauchen wir mehr Förderdinger. Pumpjacks. Braucht Eisenzahnräder. Genau. 755 Eisenzahnräder. Wie schaut's aus mit Eisenplatten? Geht so. Ich hätte gerne ein paar Eisenplatten, Stahlplatten. Und wir hätten gerne davon ein paar.
Wir gucken uns mal kurz da oben um. Aber ich hole mal kurz vorher noch ein wenig Flammenwerfermunition. 19 Stück. Einfach nur, um zu gucken. Oh, warte mal, haben wir das Auto schon? Da. Ja, haha, wie geil. Ich habe ganz vergessen, dass wir das Auto jetzt bauen können. Das Problem bei dem Auto vorher war, dass wir keine Engine Parts hatten. Dafür haben wir jetzt eine Fabrik aufgestellt und jetzt können wir auch ein Auto bauen. Das heißt, ich kann jetzt mit einem Auto, mit einem Flammenwerfer in der Hand durch die Gegend heizen und alles wegbrennen. Oh, beim Erdöl vielleicht nicht so eine super Idee.